melden uns heute mal wieder mit was Besonderem. Es geht mal wieder um ein Video über die WCG und wir freuen uns gleich über einen Zug, der aus Waldkirch einläuft mit einer ganz besonderen Ladung. Ich grüße dir jetzt schon mal von vorne weg, der Wolfgang Möbius, und das war eine tolle Zusammenarbeit, die wir gemacht haben, und ich finde es klasse, dass es sowas gibt. Der wird jetzt gleich einfahren, aber das hört sich schon mal klasse an und es scheint, als ob er pünktlich ist. So, da kommt er, läuft ein, sind ganze Bremsen und das sieht gut aus. Ist alles dabei hier, das passt. So, der Zug ist angekommen, hat angehalten. Man sieht, dass alle Wagen dran geblieben sind. Jetzt können wir anfangen, die Lok abzukuppeln und mit der Rangierlok beizufahren, dass wir an die Laderampe können und unsere wertvolle Fracht ausladen können. Danach wird der Zug wieder zusammengestellt. Der fährt wieder nach Waldkirch ab und wir hoffen, dass wir mit diesem Eisenbahner hier eine permanente Verbindung schaffen können. Wie gesagt, das war jetzt der erste Zug, der da gekommen ist. Aber das ist schon mal geil. Wie gesagt, BFB, da erzähle ich gleich noch dazu was. Da, die V160 ist abgehängt worden, die hat schon umgesetzt. Hat die ersten zwei Wagen wieder im Haken. Die Rangierlok hat umgesetzt. Und wir setzen die jetzt an die Laderampe und wir schauen mal, was da alles passiert dabei. Der Zug steht jetzt an der Laderampe und will entladen. Und natürlich wird er mit neuem Dampf hier befüllt, was in der Nähe von Hamburg, in Waldkirch, dringend gebraucht wird. Bei mir ist das nicht die Polizei und die Feuerwehr, bei mir sind das halt andere Leute, die auf den Zug Acht geben. BFB. Wie gesagt, der Wolfgang hat es schon in seinem Video gesagt, dass die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein und die waren jetzt entladen und was wir mit dem Zeug machen, das wird irgendwann mal im späteren Video erklärt werden. Aber das kommt dann noch. Immer mit der Ruhe und abwarten und wir haben ja Zeit. Der Zug ist wieder zusammengestellt und wir schauen dem gleich noch zu bei der Abfahrt. Und unsere Rangierlok macht sich auf den Weg zum der nächsten Aufgabe. Die wird auch ein bisschen diffizil, weil wir wollen die Wagen holen, die nachher in Wehen wieder überführt werden sollen. Das ist vor einem Vierteljahr schon mal angeklungen und jetzt wird es langsam wahr, aber das wird eine Nacht- und Nebelaktion sein, dass wir das machen können. Da, wir sehen jetzt gleich noch unserem Zug hier bei der Abfahrt zu. Der zieht jetzt gleich langsam vor. Da gibt es eine Bremsprobe. Wir hoffen, dass der Heil in Hamburg ankommt. Und das war eine tolle Zusammenarbeit und das wird alles über die Infokarten wieder verlinkt werden. Und das war klasse und toll und ich habe das geil gefunden. So, jetzt kann ich in Ruhe was erzählen über die BFB. So, die BFB, die wollen nur Isenburg. Und das Zeug, was so drin ist, das ist kein Alkohol, nicht zum Trinken. Der ist veredelt worden, zum Beispiel auch für Geneva. Da dabei nochmal Gruß an den Jan. Wir schauen uns jetzt in Ruhe die Abfahrt von dem Zug jetzt an. Und ich habe gemerkt, dass die Anlage jetzt zu groß ist hier. Dass man das alles auf einmal machen kann. Ich musste verschiedene Kamerapositionen finden oder ich musste das im Hintergrund laufen lassen und mich schon vorstellen und irgendwas erzählen. Man sieht ja, dass der Zug schon lang braucht hier, um einmal rumzukommen. Die Wagen von der BFB, die hat es wirklich gegeben. Auch in der Fachwegung. Also wie gesagt, die waren grün-weiß und die waren in Neu-Isenburg. Nicht so wie die anderen gefakte kleine Kesselwagen, die einfach nur bunt zum Halbwohn sind.
Am Schluss sah ich halt nur hier die Zusammenarbeit, die hat Spaß gemacht hier. Man hört noch ein bisschen hin und drinnen hier, das Geräusch von den Bahnen mit Züge hier. Und ich wünsche euch was und ich sag bis dann.